Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Kalenders. Heute geht es um die nächsten 4 Monate unseres Wandkalenders, den ihr kaufen könnt. Unter diesem Link hier unter dem Video könnt ihr uns unterstützen, ihn kaufen, und ihr habt natürlich auch etwas davon. Ihr könnt ihn euch an die Wand hängen und 12 Monate genießen mit unseren Bildern. Also kauft euch gerne einen, und jetzt geht's weiter mit den nächsten Monaten und unseren Geschichten hinter den Bildern. Viel Spaß! Und wir machen direkt weiter mit dem Mai. Und der Mai ist ein ganz besonderes Foto, zumindest für mich. Er ist bei einem Dreh für ein YouTube-Video auf Rügen entstanden, und ich hatte an diesem Tag absolut überhaupt keine Lust auf Fotografieren, auf Filmen. Ich war richtig schlecht gelaunt. Ja, und ich glaube, man merkt mir das auch in dem Video zumindest an, weil ich irgendwie überhaupt nicht in den Tag gekommen bin. Und dann, manchmal hat man das, da ist man irgendwie ideenlos, kreativ los und fotografiert so vor sich hin. Und ich habe mich wirklich gewundert, dass dann hinterher doch was dabei rumgekommen ist. Ja, von diesen Wiesen auf dem, wie heißt es denn jetzt, Großzicker, den Zickerbergen. Genau, und da habe ich diese blühenden Wiesen fotografiert, und zu dieser Zeit leuchten die komplett blau. Und man muss dazu sagen, dass ich da ganz schön am Limit war. Ich habe das nämlich mit so einer alten, mit so einem alten Spiegeltele gemacht, mit einem 900 mm Blende 8, glaube ich. Und da ist auf jeden Fall nicht viel Spielraum, was man da machen kann. Und ja, ich habe da irgendwie mit einer 20. Sekunde fotografiert und wie wild da herumgewischt. Es war Mittagslicht, deswegen sieht man diese weißen Streifen. Das ist einfach Gras im Vordergrund, Gräser, die dann so hell angeleuchtet werden. Ja, habe ich wirklich vor Ort nicht richtig wahrgenommen, dass das da eine gute Szene ist, sondern habe mich eigentlich die ganze Zeit nur beschwert und gejault und gemault. Ja, und das passiert nicht oft, dass dann da trotzdem noch ein Bild rauskommt. Aber hier ist es mal so passiert. Und wieso hat man jetzt in so einem Spiegeltele da so wenig Spielraum? Das verstehe ja nicht mal ich. Warum? Weil die, ja, mit Blende oder so. Die ist fix, ne? Man kann also nicht an der Blende rumspielen. Nee. Ah, okay. Also man hat 900 mm Blende, ich weiß gar nicht, 11 oder 9, 8 oder sowas. Okay, und ja, die immer. Ja, okay, dann die immer. Okay. Deswegen kann man da nichts mehr verstellen. Ja. Ja. Ich finde das richtig schön, das Bild, Jan. Gefällt mir gut. Ja. Danke. Na? Man muss dazu sagen, dass ich da sehr an dem Weißabgleich gedreht habe. Also es ist viel kühler, als es eigentlich vor Ort war. Da kommt das Blau noch mehr durch. Das kann man vielleicht noch ehrlicherweise dazu sagen. Ah ja, aber ist ja legitim. Auf jeden Fall. Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Und wer wissen will, wie ich da drauf war, der kann sich noch das YouTube-Video dazu angucken. Ich glaube, es heißt Rügen. Und tja, können wir schon im Mai verlinken. Haben wir verlinkt. Hier seht ihr irgendwo jetzt ein Video. Schön. Wir sind ja gar nicht so blöd. Gar nicht so blöd, wie wir aussehen. Dann machen wir mal weiter mit einem Juni-Bild. Oh. Eieiei, oh Gott, jetzt geht er auch richtig ans Eingemachte. Ja, jetzt ein weiteres Bild von der Sorte, was Jan und mir gleichermaßen gehört und was wir tatsächlich auch gemeinsam aufgenommen haben. Mal wieder in Feldberg. Ich merke, es ist irgendwie sehr feldberglastig dieses Jahr. Das wird ein Feldberg-Kalender. Wirklich? Ich meine, wir waren natürlich auch viel da. So, was sieht man? Man sieht eine Rauchschwalbe, die über Kornblumen fliegt. Und ja, das Bild ist da. Also, ich meine, wir haben ja auch schon vorher viele Rauchschwalben zusammen fotografiert. Und das ist ja irgendwie immer so ein kleines Lieblingsthema von uns gewesen. Und wir haben vorher schon an ein paar anderen Stellen das ausprobiert, eben von unten hoch eine Schwalbe zu fotografieren, wie sie über eine Wiese fliegt. Im Rapsacker haben wir das mal probiert und das hat nie geklappt. Und da haben wir es dann irgendwann doch endlich mal hingekriegt. Ich glaube, wie lange haben wir uns da festgebissen? Auch 3 oder 4 Tage? Mhm. Also ich glaube, wir waren da 3 Tage durchgängig von morgens bis abends. Genau. Die Kamera liegt eben mit dem Gesicht nach oben in der Wiese und wird ausgelöst mit einem Funkfernauslöser, der auch keine Sekunde unbewacht war. Wir haben uns den immer so hin und her gegeben, um dann eben die darüber fliegenden Schwalben zu fotografieren. Ja, also ich finde das nach wie vor irgendwie sehr phänomenal, dass das irgendwann noch geklappt hat und dass hier da wirklich mal genau in dieser Lücke war, so wie wir uns so vorgestellt haben. Ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Auch tatsächlich mitten im Mai oder Juni aufgenommen, ne? Ja, Hermann, danke für diese Märchengeschichte. Das war alles gelogen und betrogen von Hermann. Wieso? Stimmt gar nicht. Ich habe nichts gesagt, was falsch ist. Nur jetzt müsste man vielleicht noch ein bisschen verfeinern.
warum die Rauchschwalbe überhaupt da lang geflogen ist, wo sie lang fliegt. Genau, weil wir hatten ein Problem. Diese blöde Schwalbe fliegt natürlich nie da lang, wo man will. Also wenn man das jetzt einfach so auf eine Wiese legen würde, wird das niemals so passieren. Also ich glaube, da könnte man ein Jahr da sitzen. Und es würde nicht so perfekt fotografieren. Und dann finde ich, sieht dem Bild auch schon so ein bisschen an, dass es vielleicht gestellt ist. Es ist nämlich gestellt. Also es ist nicht irgendwie mit Photoshop zusammengebastelt, sondern wir können mal ein Auflösungsbild zeigen. So sah das da aus. Ja. Und wie ihr sehen könnt, sieht man einen Schafstall, in dem sehr viele Schwalben hineingeflogen sind. Und die fliegen den ganzen Tag raus und rein und lassen sich überhaupt nicht von einem stören. Ja, und so sieht das dann hinterher aus, wenn man da die Wiese zum Stall trägt. Also wir haben einfach ein paar Kornblumen genommen und sie da vorgestellt. Darunter die Kamera von unten hingestellt, zwei Blitze und dann sind die Schwalben da immer wieder durchgeflogen, die hat das überhaupt nicht interessiert, was wir da machen. Wir haben da sogar gar keine Blitze genommen, sondern Baustrahler, ne? Genau, das stimmt. Fällt mir gerade ein, sieht man glaube ich auch auf dem Foto. Blitz, das haben wir einmal ausprobiert, da haben sie sich doch ein bisschen vor erschrocken. Also jetzt auch nicht phänomenal, die sind dann schon reingeflogen, dann haben wir einfach Baustrahler genommen und das scheinen sie zu kennen. Also das war ihnen dann wirklich total egal. Ja. Ja, ja. So ist dieses Bild entstanden. Ist natürlich die Frage jetzt, ist es noch Naturfotografie, wenn man da die Landschaft so beeinflusst? Spannende Frage, können wir auch nicht beantworten. Ich mag das Bild sehr gerne. Ich habe mir das genau so vorgestellt, dass man so mal eine Schwalbe fotografieren kann. Und so war es dann hinterher möglich. Ja, Hermann, wie siehst du das? Ist es für dich noch Naturfotografie? Ja, ich meine, wir haben Natur fotografiert. Wir haben sie natürlich ein bisschen beeinflusst. Das tut man bei anderen Bildern wahrscheinlich genauso. Also es ist natürlich jetzt schon, wie du sagst, man sieht, dass es sehr wahrscheinlich nicht natürlich ist, weil es einfach zu perfekt angeordnet ist, sage ich mal, die ganzen Kornblumen und so. Naja, ich finde es aber alles noch in Ordnung und vertretbar, solange wir da jetzt nicht dem Tier in irgendeiner Form Schaden zugefügt haben. Und also das können wir mit großer Gewissheit sagen, dass denen das wirklich total Schnuppe war. Ja. Und ja, ich finde es okay. Es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und dieses Gefühl, als es geklappt hat, es war, wir standen da wirklich schreiend auf diesem Hof und sind da rumgerannt, als es endlich geklappt hat, nach 3 Tagen irgendwie. Ja, ja. Haben wir bestimmt auch, wie viele Bilder haben wir gemacht? 10.000 oder so? Aber jeden unendlich Tag. Viele. Also, jeden Tag, ja. Abgewechselt mit den Fernauslösern. Also immens Arbeit reingesteckt. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Cool. Schön. Wunderbar. Dann der Juni. Sind wir im Juli angekommen. Hermann, wo ist denn dieses Bild passiert? Auf Feldberg. Was zur Hölle? Dieses Bild, fällt mir gerade auf, ist exakt die Wiese zwischen der Elster und dem Fuchs. Oh, ja. Genau die Ecke. Ja, witzig. Wirklich viel Feldberg dabei. Ja, was sehen wir? Ein Mohnfeld. Ja, das war wirklich mal ein richtig schickes Mohnfeld. Wir haben das dieses Jahr auch vergebens gesucht, irgendwo, dass mal so ein schönes Feld irgendwo steht. Früh morgens fotografiert, steht direkt an der Straße. Ich stehe auch noch quasi am Straßengraben am Rand und habe hier mit einem 3514 ist das fotografiert, was sich also dadurch auszeichnet, dass es eine ganz, ganz geringe Tiefenschärfe hat. Und habe dann natürlich alles Mögliche ausprobiert und hin und her gebastelt. Und genau, was jetzt hier anders ist als bei anderen Fotos, die ich da gemacht habe, ist vielleicht, dass der Hintergrund, also der ganz äußerste Bereich hinten scharf gestellt ist und nicht vorne, klassischerweise, wie man es jetzt erstmal machen würde, die Mohnblumen vorne. Und ja. Hier hinten liegt die Schärfe irgendwo, ne? Ja. Genau, ja. Und es ist da jetzt noch so ein, weil die Sonne wirklich unmittelbar oberhalb des Bildes ist, noch so ein sogenannter Flare, also wo ja quasi das Sonnenlicht so ein bisschen mit in das Bild reinstreut. Ja. Richtig cool, richtig schön. Richtiges Sommerbild. Auch ein bisschen kitschig, muss ich sagen. Voll richtiger geil. Kitsch. Kann auch mal richtig schön sein. Ja, eigentlich ja, auch eine Trauergeschichte. Ich wollte morgens eigentlich los und Feldlerchen fotografieren. An der Stelle, die ich mir vorher ausgeguckt hatte. Und da bin ich hingefahren. Das hat einfach überhaupt nicht geklappt. Und dann bin ich eben zurückgefahren und habe dann zufällig erst an dem Morgen das Feld gesehen. Das fotografiert, dann hatte ich 1 oder 2 Tage danach keine Zeit und am dritten Tag war ich wieder da und dann gab es das Feld nicht mehr. Also, naja. Es geht schnell. Es geht sehr schnell. Wenn man Mohnwiese sieht, eigentlich sofort aussteigen und fotografieren. Ja. Sie könnte jederzeit
wegfallen. Aus dem fahrenden Auto springen. Wirklich sofort. Ja. Jo, und das nächste Bild aus Feldberg. Ich glaube wirklich, dass wir da in irgendeiner Form denen mal irgendwie so einen kleinen Präsentkorb überreichen sollten. Die Kurverwaltung kriegt auf jeden Fall einen Kalender von uns geschenkt, will ich tippen. Ja. Genau. So, wieder ein Foto der Sorte, was uns beiden gehört. Wir haben uns da aufgeteilt, als wir, das ist eine Lachmühle, als wir die fotografiert haben, was den großen Vorteil hat, dass wir uns eben aufteilen konnten, was die Technik angeht. Einer von uns, und zwar auch immer abwechselnd, hat mit einem dicken Tele fotografiert, also 800 mm, und der andere dann wahlweise 70, 200, 100 bis 400, ja, weil das hat den großen Vorteil, dass je nachdem, wie nah die Möwen kamen oder wie weit sie wieder weg waren, man sie eben gleichermaßen fotografieren konnte. Und ein klassischer Fall von, würden wir beide versuchen, einzeln zu fotografieren, wird man die ganze Zeit die Objektive hin und her schrauben und wird wahrscheinlich den entscheidenden Moment verpassen. Dem sehr Moment, sicher. Ja, den man sich aber aufteilt und hinterher die Fotos zusammenschmeißt, hat man eben einfach die doppelte Trefferquote. Jo, also, was sehen wir? Wir sehen eine ziemlich verwischte Lachmöwe, eine oder zwei, ich weiß es auch gar nicht so genau. Ich glaube eine, oder? Ah. Weiß man nicht. Man könnte es auch hinterher nicht mehr so genau sagen. Sie fliegt auf jeden Fall zu recht fortgeschrittener Stunde, also schon auf jeden Fall in der Dämmerung vor einem dunklen Buchenwald lang, was eben diesen starken Kontrast jetzt zwischen Schwarz und Weiß erklärt. Und sie ist gewischt, also mit einer relativ langen Belichtungszeit, wurde da volle Pulle drauf gehalten und die Bewegung der Möwen verwischt. Und jetzt ist hier, glaube ich, der Schatten oder die Silhouette von dem Kopf vor dem Flügel zu erkennen und hebt sich deswegen ab. Auch immer gar nicht so einfach zu erklären, wie es dann hinterher dazu kommt. Viel Zufall auch. Sehr viel Zufall. Also genau. man lässt da den Zufall... man fordert den Zufall da so ein bisschen heraus. Also man muss unendlich viele Bilder machen und irgendwie sich mit den Bewegungen der Möwen synchronisieren. Und dann kommt es irgendwann mal dazu, dass mal einer von diesen Wischern dabei ist, der angefällt. Ja. Aber es dauert meistens sehr lange. Also und ich weiß auch, dass wir drei Abende gemacht oder so. Ja. Und ich weiß, dass wir von Wischern nur einen einzigen haben, wo überhaupt irgendwie was passt in diese Richtung. Ne? Also noch einen Flügel irgendwo, aber... Naja. Ja, aber das ist ja vielleicht zu Aufwand dahinter. Also da haben wir beide drei Abende hintereinander bestimmt 2-3 Stunden dann nur Möwen fotografiert. Ja. Und dann kommt da ein Foto raus. Also doch relativ viel Aufwand dann für so ein Bild. Aber wenn es klappt, ist es auch umso schöner. Und ich finde es irgendwie auch richtig cool, dass es einfach uns beiden gehört. Das fühlt sich so viel besser an, als wenn das jetzt einer gemacht hätte und einfach ein bisschen mehr Glück hatte als der andere. Das hat dann auch nichts mehr mit Können zu tun oder irgendwas, sondern es ist einfach pures Glück. Und das fühlt sich manchmal immer ein bisschen komisch an. So ist es einfach sehr schön. Ja. Weil man stand da ja zusammen, hat das zusammen erarbeitet, die Ideen zusammen entwickelt, viel, viel besser. Und witzigerweise, also wir haben uns ja so sehr und häufig die Kameras untereinander hin und her gegeben, dass wir gar nicht mehr wissen, tatsächlich, wer hier auf den Auslöser gedrückt hat. Weil wir haben dann hinter die Bilder auch zusammengeschmissen und irgendwie angeguckt und dann ist es halt ist nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Sehr schön. Also ich würde sagen, die Handschrift ist schon eher bei mir, aber... Ja, genau. Und mit diesem Gedanken beenden wir dieses Video schon wieder. Ihr könnt diesen Kalender kaufen, hier unten findet ihr einen Link. Da könnt ihr ihn bestellen und dann kriegt ihr ihn kurz vor Weihnachten zugesandt. Da haben wir uns dieses Mal was Besonderes überlegt, denn wir verschwenden kein Papier mehr für diese ganzen Kalender, sondern wir drucken nur jeden Kalender, den ihr auch bestellt. Das heißt, ihr könnt bis zu einem gewissen Datum bestellen und dann ist Schluss. Und dann bestellen wir diese Anzahl der Kalender und senden sie euch zu. Und so haben wir dann kein Papier verschwendet und kein Geld ausgegeben, was wir für andere tolle Sachen benutzen können. Und ja, für uns ist das eine gute Sache. Ihr kriegt einen Kalender. Und ja, damit tschö mit Ö. Und wir sehen gute uns Rede. Beim nächsten Mal. Danke. Schön gesprochen. Ja, absolut. Tschüss.